Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Saphir. Ja, es kam lange nichts. Ostern ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Ostern. Fangen wir gleich mal so an. Ansonsten sind wir auf dem Weg direkt zum nächsten Städtchen. Den Rätselmeister hat man ja nur hinter uns gelassen. Hier hatten wir uns noch nicht umgesehen. Spürst du die wohlige Berührung unseres wohltuenden Wohlgeruches? Nein. Ist ja kein Geruchsspiel zum Glück, ne? So, Aroma Lady. Also, gleich am Anfang total volle Action wieder rein. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich will mich beeilen. Es wird Zeit, dass dieses Let's Play vorankommt. Denn auf anderen Challenge starten schon die nächsten. So. Wie gesagt, Ostern ist vorbei. Ich hoffe, der Osterhase war bei euch fleißig, wenn ihr denn noch was mit Ostern anfangen könnt. Bei uns war er auch wieder da. Das kleine süße Häschen. Himmelherr. So schwer ist das doch nicht. Kommt sich zack. So, es wird sich übrigens demnächst noch viel auf meinem Channel tun. Sprechen wir gleich mal hier an am besten. Ach komm, wie viele Erfahrungspunkte sind das? Zwei? Ah. Ich wette, komm, wir gucken mal. Ich wette, es sind zwei vermaledeite. Nein. Bericht. Es sind 6 Erfahrungspunkte, die fehlen. Okay. Das ist natürlich dann jetzt ärgerlich. Haben wir noch was? Ein Trank, ein Supertrank. Guckt mal, wir haben noch Sprudel. Zack. So, weil ich habe keinen Bock, schon wieder zurückzurennen. Wir wollen uns da jetzt ein bisschen voranarbeiten. Heute übrigens mit Timer. Ich möchte nämlich akkurat ab sofort immer die Folgen beenden. Also meine Aufnahmen. Nicht, dass wieder dann so 10 oder 5, 6 Minuten Rest entstehen. Jonagobären. Stimmt, man müsste mal gucken, wie es den anderen Bären ergangen ist. Aber ich glaube, die Zeit vergeht ja bloß während wir spielen. In so einem Emulator. Bin ich mir gar nicht so sicher. So. Dunk. Ich renne auch gegen alles. So, jetzt haben wir hier Zwillinge. Hallo, ich bin Nora. Das ist meine kleine Schwester Jo. Wir kämpfen stets zusammen. Seid ihr nicht Zwillinge eigentlich? Na gut, die eine muss ja jünger sein als die andere, ne? Zwillinge Nora und Jo. Also hätten sie kein Kleid an, würden sie aussehen wie Jungs mit dem Bob. So. Gehen wir gleich mal auf Plusle. Zweimal auf Plusle. Meinen sind ja ein bisschen stärker als wir. Ärgerlich, die Paralyse. So. Ihr dürft euch übrigens auch freuen. Wenn diese Folge erscheint, habe ich auch bereits schon mit dem nächsten Projekt angefangen, da jetzt ja der 11. Teil von Dark Power Abyss zu Ende ist, mit Extras und allem. Und ich hoffe sehr, ihr freut euch schon auf das neue Projekt. Auf Facebook habe ich es schon angekündigt. Hier mache ich ja nicht extra eine Ankündigung. So extra Videos oder so. Na, habe ich keine Lust mehr auf sowas. Ich will mich dann lieber die Zeit, die ich habe, ins Spielen investieren. Als irgendwie tausende von extra Videos mit Hinweisen zu meinen neuen Projekten rauszuschmeißen. Entschuldigung. Ich werde auch das Gefühl nicht los, dass irgendwas an meinem Computer nicht stimmt. Ich glaube, der Bildschirm ist verschoben. Na, ich hoffe, dass beim Aufnahmetest alles, dass ich nichts übersehen habe und das Spiel für euch einwandfrei zu sehen ist. Ton dürfte auch stimmen. Also, ich glaube, ich habe das Geheimnis von OBS gelüftet.
ich kann jetzt mit dem Programm umgehen, ohne dass Ton oder Bild irgendeins von beiden nicht richtig stimmt. Ich muss halt sagen, ich habe mir 2 oder 3 Tutorials dafür auf YouTube angesehen. Naja, ist halt schrecklich, wenn man ein neues Programm hat, dann muss man halt erstmal lernen. So. Ich habe mir übrigens wieder vergessen, Themen zurechtzulegen, über die ich reden könnte mit euch. Das ist natürlich ehrlich. Oh, wir haben verloren. Ja. Zack, und gleich in den nächsten Kampf mit... Mein Pokémon ist einfach Atem... Was? Anbetungswürdig. Nur keine Scheu. Ich zeig's dir. Na dann. Pokéfan. Ich hab sogar recht. Cool. Was? Miguel. Oh. Ein Eneko. Ja, Eneko. Hatten wir eigentlich nur schon eins gefangen oder habe ich dann aufgegeben? Ich glaube, ich hatte aufgegeben, ne? Ärgerlich. Zichzach, so sollst du dich nicht verlieben. Ja, ist ja immerhin paralysiert. Na gut. Na komm, Lombrero. Ich weiß nicht mal, was effektiv ist. Naja, zieht immer was ab. Na toll. Eine Sinelbeere. Naja. Mehr KP für mich zum Trinken. Zum Absorben. Also Anziehung ist definitiv nicht meine Lieblingsattacke. Habe ich nicht irgendwo ein weibliches Pokémon im Team, bitte? Ja... Komm, wir nehmen Trassler. Trassler ist leiblich. Vielleicht entwickelt sich es auch irgendwann mal. Echt jetzt? Kaum kann es keine Anziehung mehr einsetzen, kommt Gesang. Naja, abwarten, was passiert. Mit Routenschlag kommt es auf jeden Fall sehr weit, ne? Oh oh. Mit Duplex kommt es wirklich weit. Aber es ist weg. Okay. Konfusion war stärker. So. Miguel ist besiegt. Oh, sowas aber auch. Mein geliebtes Pokémon. 1280. Wow. So, unser Team sieht aber ziemlich zerpflückt aus. Wir werden doch nochmal ins Pokémon Center müssen. Ach du Heiliger. Ach komm, den nehmen wir mit. Ach, meine Angelschnur hat sich verheddert. Jetzt bin ich frustriert und wütend. So, und du darfst es ausbaden. Ich gehe gern baden, aber ausbaden tue ich nicht. Ansgar. Ansgar. Angler Ansgar. Mit einem Karpador greift er uns an. Okay. Wird ein leichter Kampf, außer die Paralyse greift wieder, natürlich. Sie sagte es und prophezeite es. Macht der Gewohnheit. Ich will einen da uns vom Ausgreifen und sie rein ins Bild schieben. Oh, war ja so, Tentacha. Komm, Lombrero. Das sind voll schwache Pokémon, die er hat. Wie sollen wir da eine Suppe ausbaden? Suppe ausbaden. Suppe auslöffeln. Wie auch immer. Ich bin heute ein wenig verwirrt.
macht Lombrero super. Ja, mal gucken. Wir sollten vielleicht mal die Attacke wechseln, wenn die nichts bringt. Nur, das war mal schnell ein Schauer. Sieht super aus. So. Für Carpador nehmen wir jetzt Trassler. Immer noch in der Hoffnung, dass Trassler endlich mal ein Level aufsteigt. Und vielleicht sich mal entwickelt. Die Hoffnung ist da. Naja, haben wir besiegt. Supi. Aber hat natürlich nicht viel gebracht. Na toll. Ach, verloren. Nun bin ich noch wütender. Ja, hättest du mal nicht mit mir gekämpft. Und was willst du? Wenn du von hier das Meer überquerst, nimmst du eine Abkürzung nach Rosalstedt. Aha, ist das kein praktischer Tipp. Nur, dass wir noch keinen Surfer können. Das ist dann dementsprechend noch ärgerlich. So, nochmal ganz schnell heilen gehen. Denn auf dem Weg in die nächste Stadt gehen wir wieder durchs Gras. Dum, 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 dum. Ich muss ja dazu sagen, ich habe im Moment übelst Bock, wieder an meiner Geschichte zu XY zu schreiben. Die wollte ich euch ja auch irgendwann mal vorlesen. Aber... naja, im Moment überarbeite ich eine meiner anderen, also hier Knarrende Betten, was ich euch schon angefangen habe vorzulesen, überarbeite ich im Moment, denn beim Aufnehmen fielen mir Fehler auf, wo ich mir dachte, oh Gott, der Satz ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Deswegen habe ich mir vorgenommen, die Geschichte erst komplett zu überarbeiten. Also vom Inhalt an sich wird sich nichts ändern, bloß vom Grammatischen ein bisschen. Aber wir müssen bedenken, diese Geschichte ist mittlerweile 10 Jahre alt, wenn nicht gar älter. Eigentlich ist sie sogar schon älter. Ich habe sie mit 14 angefangen und bin kurz vor dem 16. Geburtstag abgeschlossen. Also sie ist etwas mehr als 10 Jahre alt. Da ist es wohl zu verzeihen, dass sie noch nicht so ganz ausgereift war. Aber es ist mit einer meiner schönsten und einer meiner ersten, die ich wirklich abgeschlossen habe. Und eine meiner lustigsten auch mit dazu. So, Angriffsplus gefunden. Ich habe hier im hohen Gras einige coole Pokémon gefangen. Ich werde aber nicht vorneweg noch geheilt im Pokémon Center. Bam, 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 bam. Teenager Frieder. Was? Frieder? Das ist eindeutig ein Junge. Dann hätten sie eine Göre hinsetzen sollen, wenn sie Frieder genannt wird. So. Sichtsatz ist damit Level 15. Stolunion. Zack. Jungblut. So. Nur Glut haben wir. Dann nutzen wir das natürlich auch gleich. Da Glut aber keine der stärkeren Attacken ist. So, was könnte ich euch denn erzählen? Ja, eigentlich gar nicht so viel. Mein Alltag dreht sich im Moment eher um andere Sachen als ums Zocken. Mit einziger Ausnahme bisher von Horizon. Ich glaube, das ist das einzige Spiel, was ich in letzter Zeit gezockt habe. Und einige Stunden habe ich da schon reingesteckt. Und oh, jetzt habe ich letztens durchgespielt und oh Gottchen. Ein sehr schönes Ende. Aber ich spoiler nicht. Weil Leute, die das hier sehen, die haben es noch nicht zu Ende geguckt. Ich muss ja dazu sagen, ich hatte ja aufgehört, das Let's Play von Kronk zu gucken, weil ich es ja selber mir geholt habe, das Spiel. Ich animiere jetzt aber keinen, das Spiel zu holen, obwohl es ein sehr schönes Spiel ist. Na gut, dann müsste ich von einigen Spielen schwärmen, die wirklich in meinen Augen wirklich gut sind.
diverse Zelda-Teile müssten wir damit mal anfangen. Ach ja, Zelda. Zelda werde ich jetzt demnächst auch aufnehmen. Ich weiß nur noch nicht... Also nach Pokémon kommt dann ein Zelda-Spiel. Nur cool zu sein verhilft einen nicht zum Sieg. Ja, man muss halt auch stark sein. Was ich gerade sagen wollte nach dem Pokémon Let's Play, wollte ich eigentlich ein Zelda-Spiel aufnehmen. Welches ist noch nicht so ganz raus, da bin ich noch ein bisschen am Überlegen und Rätseln. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit, also es sind drei, die ich zur Auswahl habe. Und ja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Eventuell werde ich dann auf Hassebook eine Umfrage starten. Weil ich würde alle drei gern aufnehmen, ich weiß bloß nicht, in welcher Reihenfolge. Ich weiß, wann eh alles laufen soll, ist die Reihenfolge egal, aber man muss sich erstmal entscheiden, mit was man anfängt. So, mal gucken, wie viele Folgen ich heute schaffe aufzunehmen. Hiervon. Da ist ja unser Rivale. Also, Brix. Hey Mai, hier treibst du dich also herum. Wie geht es? Hast du dein Pokémon gut aufgezogen? Ich werde das für dich überprüfen. Wie denn? Indem ich ihn jetzt besiege, oder was? Knilz. Ein Knilz. Knilz ist eigentlich wirklich ein niedliches Pokémon. Besitzen möchte ich es trotzdem nicht unbedingt. Ja, da wechseln wir mal lieber. Dann ist das Trassler sofort weg. Also in der Folge seht ihr einen Haufen Kämpfe. Aber ich gebe mir auch Mühe, voranzukommen, was nun mal mit vielen Kämpfen auch einhergeht, dementsprechend. Mal gucken, vielleicht können wir in der nächsten Folge schon die Arena machen, die nächste. Wenn wir denn in dieser noch an Brix vorbeikommen. So. Ach ja, was ich euch noch sagen und so, ne, euch mal fragen wollte. Es gibt ja so zwei, drei Leute, von denen ich regelmäßig ein Statement kriege. Und einigen ist es halt zu abgehackt, meine Folgen am Ende. Und da ist jetzt die Frage, ich mache nur mal Aufnahme-Sessions. Das bedeutet halt, wie gesagt, ich nehme am Stück auf. Das würde bedeuten, dass ich mir halt diese jedes Mal zwei, drei Minuten zum Wegspeichern einfach einspare und dann am Ende einfach bloß aufpasse, dass ich richtig schneide. Dementsprechend ist allerdings das Problem, dass ich die Aufnahme nicht unterbreche, sondern einfach durchweg mache. Das heißt, wenn ich mich einfach so zwischendrin verabschiede, müsste ich danach eine kurze Sprachpause machen, was auch wieder Zeit fressen würde, dementsprechend. Wieso ist das Schweinchen weg? Und ja, dann müsste ich halt das rausschneiden und so und dann die nächste Folge beginnen. Hätte ich jetzt an sich auch nichts dagegen. Mein Vorschlag wäre aber, dass ich eine Art Endscreen mache. Der wäre dann allerdings bei allen Videos gleich. Das wäre also jetzt nicht irgendwas auf das Spiel spezifisch mit Lied oder so. Und weiß nicht, wäre das vielleicht eher euch, aber dann würde es halt im durchgehenden Playlist-Verlauf halt jedes Mal stören, wenn dieser Endscreen nach jeder Folge kommt. Klar, man weiß, dass die Folge vorbei ist, aber wenn man durchweg halt gucken möchte, weiß ich nicht. Also mich persönlich stört das dann manchmal, gerade auch jetzt bei Kronk ist es mir halt aufgefallen und da stört mich das manchmal. Deswegen würde ich euch da gerne die Entscheidung überlassen, was ihr denn da sehen wollt. Lieber ein Endscreen, so einen kleinen kurzen von, sag mal, einer halben Minute oder so, Minute. Oder soll ich halt es wie bisher machen, bloß jedes Mal aufpassen, dass ich halt die Zeit einhalte und dann mich kurz verabschiede und dann weitermachen. Wie gesagt, das wäre trotzdem ein Mehraufwand für mich. Ist ja nicht so, dass ich ihn nicht machen möchte. Deswegen frage ich ja. Aber manche stehen halt total auf diese Endscreen-Dinger, wo ich mir sage, warum? Es unterbricht den durchgehenden Verlauf des Guckens. Am besten schreibt das mir in die Kommentare. Dann bin ich mir wenigstens auch ganz sicher. So, Lombrero, bleiben wir mal bitte. Weil Kamaub ist ein Feuervieh.
Guck mal, was Naturkraft raushaut, wie der Sternschauer. Mal gucken, wie weit ich jetzt komme noch. Da es ja Lambrero auch zum Teil in Wasser ist, hat halt das Feuer auch nicht so viel Chance gerade. Sieht doch gut aus bisher. Abgesehen davon, dass Schwabini nicht mehr da ist. Das ärgert mich natürlich. Ist Naturkraft immer Sternschauer? Ich weiß gar nicht, ich müsste mich mal über manche Attacken echt schlau machen. So, du bist sehr gut. 1-2, immerhin was. Hey, Mai, du hast trainiert, ohne dass ich etwas davon mitbekommen habe. Aber genug, hier, das ist für dich. Detektor halten. Das ist ein Detektor, probier ihn mal aus. Ist irgendwo ein Item versteckt, gibt er ein Geräusch von sich. Wie auch immer, ich suche jetzt weiter nach Pokémon. Hier an sich würden wir auch unglaublich viel finden, wenn man weiß wo, so in diesen ganzen Graslücken. Aber juckt mich jetzt weniger. Ein Myrapla, das haben wir natürlich noch nicht. Chlorophyll. Mal gucken, ob es die Attacke überlebt. Dann versuche ich mal zu fangen. Hat sogar, supi. Oh. Myrapla wurde verwirrt. Ist verwirrt. Wir versuchen es natürlich trotzdem zu fangen, so wie ich nun mal bin.